Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time, beziehungsweise zum nächsten Video, das einmal so hingerotzt ist, mehr oder weniger, hier so Tanzverbot-Style. Es geht heute, worum geht's eigentlich? Ja, ich weiß es nicht so wirklich. Ich möchte euch einmal so erzählen, wie die nächsten Wochen weitergehen sollen. Ich möchte aber auch kurz über 96 über Fußball quatschen. Heute Abend ist noch DFB-Pokal, Bayern gegen Dortmund, ganz spannende Partie. Der Gegner von Eintracht Frankfurt wird ja quasi rausgefunden. Frankfurt im Pokalfinale gab es auch lange nicht mehr, glaube ich, ne? Ja. Sehr, sehr interessante Partie auf jeden Fall heute Abend. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ballert mal eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube ja Bayern. Aber das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe sehen. Zur zweiten Bundesliga, ich weiß, ich habe nichts zu 96 gesagt. Ganz, ganz bitter. Fühlt sich an wie eine Niederlage, dieses Unentschieden gegen Aue. Muss normalerweise nicht sein. Ja, das ist natürlich bitter, dass er dann 4 Minuten nachspielen lässt. Es ist bitter, dass allgemein dieser Schuss so reingeht. Es ist allgemein ein bitteres Spiel gewesen. Aber das ist Fußball. Dafür lieben wir diesen Sport. Dafür, dass auch negative Emotionen dabei sind. So wissen wir ja gar nicht mehr, wie sich Glück anfühlt. Das große Thema ist an diesem Video aber, wie es weitergehen soll. Und ihr fragt vielleicht eventuell, Max, warum kommen heute kein FIFA? Ganz einfach, ich habe es nicht geschafft, zeitlich. Das liegt daran, dass ich momentan extrem gestresst bin, was Schule angeht. Ich bin wirklich jetzt den ganzen Tag wieder von morgens bis nachmittags in der Schule. Und das nimmt halt viel Zeit weg. Dazu habe ich noch andere Aktivitäten, Fußball beispielsweise. Und auch wenn YouTube mir Spaß macht, gar keine Frage, es ist gerade nicht so die Motivation, einfach weil es nicht läuft. Da bin ich auch ehrlich zu euch, ja, es läuft momentan nicht. Ich mache keine Klicks, ich mache keine Views, ich mache keine Abos, ich mache gar nichts. Ich vegetiere quasi vor mich hin. Und das ist natürlich ein bisschen belastend. Ja, das ist klar, dass man immer möchte, dass es ein bisschen besser weitergeht, aber das ist momentan halt nicht der Fall. Da muss ich leben, mich arrangieren und ich muss irgendwie rausfinden, wie es besser weitergehen soll. Da könnt ihr mir natürlich auch helfen, wenn ihr irgendwelche Ideen, Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Kooperation mit anderen YouTubern sind halt einfach nicht drin, weil ich mit keinen anderen YouTubern zusammenarbeiten möchte. Ja, und die, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, die machen nicht das, was ihr auf dem Kanal hier seht. Das heißt, die machen kein FIFA, die machen anderes. True Jordy beispielsweise, ganz davon abgesehen, dass er viel zu groß ist, ja, das interessiert mich momentan mehr. Ich würde auch gerne so mehr Bubble-Time-Videos bringen, beziehungsweise mehr so dieses Format machen, dass ich einfach ein bisschen vor mich hin brabbel und ja, quasi einen Hintergrund dazu habe. Ich werde das, glaube ich, auch machen, sobald ich in England bin, beziehungsweise sobald die Fußballsaison vorbei ist und die neue losgeht. Da wird es ein festes Format geben, was ich auch irgendwie dann nicht so hinrotze wie diese Videos hier. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das gestalten möchte. Ist ein bisschen schwierig alles, aber ja, da kommt halt auch auf die Zeit an. Ne? Muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Die nächsten Tage werden trotzdem wieder FIFA-Videos kommen, ganz klar. Ich habe es heute nicht geschafft, deswegen ändert sich mein Uploadplan für diese Woche ein bisschen. Ich habe jetzt eigentlich das so geplant, ich erzähle euch einfach mal, wie das sein soll. Montags 7 Minutes Quads, Dienstag 7 Minutes Quads. Ja, so. Dienstag Karrieremodus Newcastle, Mittwoch Dealwith, Donnerstag Karrieremodus BVB, Freitag wieder Newcastle, Samstag wieder Dealwith und Sonntag wieder Newcastle. Das heißt dreimal Newcastle die Woche, Project Newcastle wird vorangeführt, BVB einmal die Woche, das bleibt dabei, ja, und Dealwith zweimal die Woche, einmal 7 Minute Squads. Dazu kommen Videos wie Squad Building Challenges, wenn ich es mal mache. Das ist aber auch momentan wirklich nicht so. Ja, ich spiele so wenig, ich zock so wenig, es ist unglaublich. Es kann auch durchaus sein, dass sich allgemein das ganze Kanalkonzept ein bisschen ändern wird zu FIFA 18 dann hin, dass FIFA nur noch Bestandteil ist, ja. Dann werde ich den Kanal hier umbenennen wahrscheinlich. Max Gaming TV. Ich identifiziere mich sowieso, wenn, dann mit MGT. Nicht unbedingt mit Max Gaming TV mehr, weil dieses Gaming halt einfach nicht passt. Ja, es geht hier um FIFA, es geht hier um Fußball auf diesem Kanal und nicht um Gaming allgemein. Aber das kann sich eventuell ändern, wenn wir ein bisschen mehr auf Football gehen. Max Football TV wäre super, wa? Nee. Aber vielleicht, ich glaube nicht, dass ich einen neuen Kanal aufmache, aber ja, wir werden sehen, was sich ändern wird. Ich werde das machen, worauf ich Bock habe, das mache ich ja immer. Und wenn ich keinen Bock mehr auf FIFA habe, weil ich nicht mehr so viel zocke, dann wird vielleicht auch mal Madden kommen. Oder es wird mal mehr Gelaber kommen. Oder es wird mal, keine Ahnung, was kommen. Vlogs allgemein, die werden auch so kommen. Ich fliege jetzt in 2,5 Wochen das erste Mal in Urlaub dieses Jahr. Ja, davon werden Videos kommen. Die anderen Urlaube und die anderen Trips, die ich so mache, werden natürlich auch noch mit aufgenommen. Stadion-Vlogs, ich werde es jetzt einfach mal raushauen. Ja, warum kommen keine Stadion-Vlogs mehr? Ganz einfach, man sieht es momentan bei Connor Sullivan. Abonniert den Kanal auf jeden Fall. Das ist der Ami, der bei den Stuttgart Scorpions, dem Footballteam, Quarterback spielt. Und der macht momentan Stadion-Vlogs, weil der so seine Experience, seine Erfahrung hier in Deutschland aufzeichnen möchte und teilen möchte. Und der Kollege hat dort die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich. Es ist ja bekannt, dass die Ultras es nicht gerne sehen, wenn man im Block filmt. Ja, das ist einfach so, damit muss man auch leben und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und bei mir war halt der Punkt erreicht, beziehungsweise auch mit der Fanszene von 96, dass die mir gesagt haben, hör auf mit der Scheiße, wir finden das nicht gut, wir werden es nicht mehr akzeptieren, dass du es machst. Und ich bin halt auch so, wenn man so mit mir spricht
Und ich will halt einfach niemanden abfucken, ja? Also ich bin allgemein anti-Mainstream, das wissen wir. Und ich habe kein Problem, meine Meinung zu sagen. Und ich finde es auch nicht gut, dass da so ein Hate draus gemacht wird, weil ich diese Stadion-Vlogs extrem gerne mochte, extrem gerne gemacht habe und die auch so ein bisschen Teil von diesem Kanal waren und von meiner Identität auf YouTube. Aber die haben halt gesagt, mach es nicht mehr. In Deutschland allgemein ist es nicht so gern gesehen. Und ja, dann mache ich es halt nicht mehr. Das ist halt immer so. Das heißt, beschwert euch nicht bei mir, dass die Stadion-Vlogs nicht mehr kommen. Es liegt nicht an mir. Ich würde sie gerne machen. Aber ich respektiere einfach das, was die Ultras mir gesagt haben. Im Vlog ist die Kamera aus. Und nur ums Stadion rumfilmen, das ist doch Schwachsinn. Das wollt ihr auch nicht sehen. Sobald ich in England bin, kann es durchaus sein, ihr kennt das eventuell von Bezinga. Wenn ihr es nicht kennt, checkt mal Bezinga aus. Bezinga. Der macht das bei West Ham. Und ich glaube, Spencer auch. Und ich will das auch machen, wenn ich in Newcastle ins Stadion gehen sollte. Wenn das überhaupt der Fall sein sollte. Dann werde ich wieder Stadion-Vlogs machen. Oder allgemein, wenn ich irgendwie mal zu irgendwelchen Spielen fahre, ja. Das ist aber halt auch wirklich... Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich weiß nicht, wie hochfrequentiell das passieren wird. So wie die Stadion-Vlogs bei mir waren auf dem Kanal, werden sie wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Ist leider so. Finde ich auch nicht gut. Aber muss man mit leben und sich mit arrangieren. Und da kann ich den Ultras auch nicht böse sein. Weil die haben ihre Gründe, warum sie nicht gesehen werden wollen. Die kann man nachvollziehen. Und ja, dann ist das so. Das sagt auch der Connor in seinen Videos immer. Er kann das verstehen. Er macht es trotzdem. Ich mache es nicht, weil ich einfach keine Lust habe, Stress mit irgendwelchen Leuten zu bekommen deswegen. Na? Und ja, ich bin einfach ein friedliebender Mensch. So, und auch wenn es teilweise nicht so wirkt, ja, weil ich, ja, ich habe, glaube ich, da habe ich was gesagt in welchem Video. Ich könnte auch so einen machen auf Tanzverbot, auf, ja, das kommt noch, das Video. Ha. Ich könnte auch einen auf Tanzverbot machen, auf Kuchen-TV, zwei YouTuber, die ich gerne gucke, die sich einfach damit auseinandersetzen, was für eine Scheiße hier auf YouTube passiert oder was für eine Scheiße allgemein passiert. Und das wird auch irgendwann kommen. Ab Sommer, glaube ich, werde ich mehr darauf gehen. Momentan bin ich noch zufriedenliebend, aber ich könnte zu so vielen Sachen so viel sagen. Mach's aber einfach nicht, weil ich nie mal auf den Schlips treten will. Mal sehen, ob sich das irgendwann ändert. Ja, aber deswegen halt auch die Stadion-Vlogs nicht mehr. Ich denke mal, das habt ihr jetzt ganz gut verstanden. Kann man von halten, was man will. Auch davon, dass ich allgemein jetzt nicht hier irgendwie jedes Mal meine Meinung mache, der und der und das gemacht oder meine Meinung zu dem und dem und dem und dem und dem und warum machst du nichts mehr mit dem und warum hast du keinen Kontakt zu dem und ach, ja, weil es euch, so gesehen, es geht euch was an, klar, aber ich will halt niemandem auf den Schlips treten. Na. So, wie geht diese Woche weiter? Ihr habt es jetzt gemerkt, heute kommt kein Viva-Video. Gestern kam Deal With, davor kam 7 Minutes Quads. Eigentlich soll Deal With mittwochs kommen, weil ich auch die Abstimmung zum neuen Team of the Week mal reinballer. Hat halt nicht gepasst, weil ich Dienstag kein Video mehr hatte. Ja, Newcastle-Karrieremodus kommt wie geplant am Freitag. Morgen kommt BVB-Karrieremodus, also am Donnerstag. Am Samstag kommt dann Deal With und am Sonntag kommt wieder Newcastle-Karrieremodus, wenn ich es zeitlich hinbekomme. Die nächste Woche wird dann so weitergehen, wie ich es gerade gesagt habe. Montag 7 Minutes Quads, Dienstag Newcastle und so weiter und so fort. Ob ich das alles so schaffe zeitlich, weil ich momentan Klausurenphase habe und so, das ist die große Frage. Wenn mal ein Tag kein Video kommt, seid nicht sauer, dann wird den nächsten Tag sowieso wieder eins kommen. Und ich glaube, bei den 2100 Videos, die ich mittlerweile hochgeladen habe, habt auch genug so zu gucken, die ihr das noch nicht gesehen habt. Und von daher passt das, denke ich mal, auch ganz gut. Ja, ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Es gibt nicht viel zu sagen. Ich brauche das Video auch nicht künstlich auf 10 Minuten strecken, um meine Einnahmen zu erhöhen, weil das bringt auch nicht wirklich was, denn meine Einnahmen sind so oder so im Keller. Von daher, checkt die Links in der Beschreibung aus. IGVolt und so, wenn ihr mich unterstützen möchtet, damit könnt ihr das besser tun. Sonst schaltet ein Adblock aus. Das könnt ihr aber allgemein auf YouTube eigentlich machen, weil dann unterstützt ihr jeden YouTuber. Und momentan ist sowieso Loch, bis zum geht nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall nicht von dieser Plattform verschwinden. Es wird halt nur anderer Content kommen irgendwann. Das kann ich mir versprechen, das kann ich mir garantieren. Es wird sich spätestens ab Sommer, spätestens wenn ich nach England gegangen bin, spätestens wenn FIFA 17 komplett ausgelutscht ist, einiges ändern hier. Und ob euch das gefällt oder nicht, das wird passieren. Und dann könnt ihr den Kanal deabonnieren, dann könnt ihr den Kanal weiter abonnieren. Aber dazu werden auch nochmal Infovideos kommen. Und ja, ich bin gespannt, wie dieser Weg hier auf YouTube für mich weitergehen wird. Weil, auch wenn FIFA vielleicht nicht mehr Bestandteil sein wird, ganz verlieren würde mich YouTube nicht, weil ich liebe diese Plattform. Die Sache ist halt nur, sie ist nicht mehr so, wie sie mal war. Egal, genug gelabert. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, Daumen runter, auch in Ordnung. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare ganz gerne. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr schaltet auch weiterhin ein. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und ja, ich freue mich über jeden Einzelnen, der weiter die Videos feiert und gerne guckt. Ich bin dankbar für euch. Macht's gut, passt auf euch auf. Das meine ich ernst. Bis dann, haut rein. Und ciao.